Wir wohnen jetzt schon seit etwas mehr als ein Jahr hier in der Wohnung und wir haben einiges schon so eingerichtet, dass es uns richtig gut gefällt. Was mich allerdings noch sehr, sehr stört, ist die Lampe im Büro, die nicht vorhandene Lampe. Und zwar haben wir hier eigentlich nur die Birne in der Fassung hängen und wenn wir Besuch bekommen, dann machen wir immer die Tür zum Büro zu, weil das halt echt peinlich ist, dass wir hier noch nichts richtig hängen haben. Und jetzt sind wir schon seit wirklich Monaten auf der Suche nach einer passenden Lampe. Wir schauen immer mal wieder, wenn wir in Geschäften sind oder auch online. Allerdings ist es oft leider so, dass die schönsten Lampen, die wir am schönsten finden, einfach die teuersten sind. Hier haben wir eine Lampe entdeckt, die uns sehr, sehr gut gefällt. Die aber auch, ich glaube 250 Euro kostet, was ich dann doch für eine Lampe ein bisschen viel finde. Die, habe ich aber gedacht, kann man ja eigentlich ganz einfach selber machen. Und das probieren wir jetzt in diesem Video aus. Zwei Lampen haben wir sogar schon selber gemacht hier in der Wohnung. Unter anderem ist es einmal die Lampe im Wohnzimmer und die Lampe in der Küche. Dazu gab es auch mal ein Video, das haben wir einen IKEA-Korb umfunktioniert und als Lampe benutzt. Das Video verlinke ich dir hier oben. Und zwar hat diese Lampe, die hat ja diese Bögen aus Holz. Und das hat mich daran erinnert, dass es ja solches Kantenklebeband gibt, womit man Arbeitsplatten versäubert. Also wenn du mal eine Arbeitsplatte zugeschnitten hast und dann diese hässlichen Kanten hast, dann benutzt man ja sowas zum Aufkleben. Das gibt es im Baumarkt als Melamin, also aus Kunststoff. Oder das habe ich jetzt bestellt, das ist sogar richtiges Holz. Das verlinke ich dir auch nochmal unten in der Beschreibung. Das sind jetzt 6 cm. Das ist mir persönlich jetzt sogar ein bisschen breit. Das werden wir jetzt gleich nochmal in der Hälfte halbieren, sodass wir nur so 3 cm große Stücke haben. Genau, da brauche ich die Brille, sonst sehe ich nicht, ob ich das auch gerade zu schnell. Sebastian hat schon gefragt, warum ich das nicht passend gekauft habe. Also 3 cm Breite gibt es allerdings nicht aus dem Echtholz, zumindest nicht online. In Melamin schon, aber wir wollen ja eine Lampe aus echtem Holz und nicht aus Plastik. Das einmal zugeschnitten. Das legen wir erstmal auf die Seite. Wir brauchen nämlich noch oben natürlich den Rand, wo man nachher die Lampenfassung anhängen kann. Und dafür habe ich jetzt so ein Stück Sperrholz. Da werde ich jetzt das Ganze mal aufzeichnen, den Radius, wie groß das sein muss. Und dann sägen wir das noch zu. Ja, ich würde sagen, machen wir erstmal weiter, oder? So, gut. Dann würde ich sagen, können wir das Ganze einmal aussägen. Funktioniert das mit der Stichsäge? Ich bin nicht sicher. Es ist so dünn, das Holz. Ich war jetzt auch noch im Baumarkt und habe mir eine Laubsäge besorgt. Damit hat das eindeutig besser geklappt. Jetzt sind die Ränder noch nicht so ganz rund. Ich werde jetzt mal versuchen, mit einem groberen Schleifpapier ein bisschen abzuschleifen und dann mit einem feineren nachzuschleifen, sodass das Ganze einfach ein bisschen sauberer aussieht. Puh, das war jetzt ganz schön anstrengend bei den warmen Temperaturen draußen und richtig ins Schwitzen gekommen. Jetzt können wir eigentlich weitermachen. Und ich habe mir überlegt, dass wir zuerst hier in dem Bereich was von dem Holz anbringen, von den Streifen, dass wir so ungefähr die Höhe der Lampe dann definieren und dann nochmal größere Streifen anbringen, die dann ja so eine Art Bogen bilden. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und zwar ist das jetzt die Höhe der Lampe. Ungefähr könnte die so, ich weiß nicht, wie viel sind das, 40 cm.
Und das schneide ich mir jetzt auf der Länge mehrere von den Stücken zu. Jetzt haben wir uns hier die Höhe der Lampe einmal bestimmt, dadurch, dass wir jetzt hier diese 5 Teile angebracht haben. Also so hoch wird meine Lampe von oben bis unten. Und damit wir jetzt auch diesen Bogeneffekt bekommen, bringe ich jetzt hier nochmal zusätzlich welche von diesen Holzstreifen an, die allerdings ein bisschen länger sind, dass man halt wirklich so einen schönen Bogen bekommt. Jetzt tackere ich noch die anderen Streifen hier oben mal drauf, dass das so ein bisschen versetzt ist. Aber ich glaube, das wird nämlich ganz cool aussehen. Und das Ganze einfach ringsrum. Ich habe erst gedacht, dass ich 3 pro Fläche mache. Allerdings kommt es von der Länge nicht hin. Da hätte ich die ein bisschen kürzer zuschneiden müssen. Und dann wäre die Lampe weniger oval geworden. Aber das machen wir jetzt mal so. Ich tackere das jetzt mal fest und dann schauen wir uns das mal an. Also ungefähr so wird das Ganze aussehen, hoffentlich. Ich werde das jetzt auch unten festtackern und dann sind wir eigentlich auch fast fertig. Damit man hier unten die Seite ein bisschen schöner hat, haben wir ja noch einen zweiten Bogen zugeschnitten. Den kann man jetzt auch einfach hier drauf geben. Und entweder festleimen oder auch nochmal festtackern, also das, was man halt gerade zur Hand hat. So, ich habe alle Streifen dran und so sieht die Lampe jetzt aus. Ich finde es schon richtig cool so von der Form. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es noch cooler aussieht, wenn man noch mehr Streifen dran macht. Werde ich auf jeden Fall nochmal nachbestellen und noch ein paar mehr dran machen. Das Ergebnis zeige ich euch dann auf Instagram. Jetzt kommt das Ganze noch einmal an die Decke, hänge das Ganze jetzt einmal auf, vorher aber Sicherung raus, damit ich auch keinen Schlag kriege. So, schauen wir mal. Steckdose, Wohnung links, Steckdose, Wohnung rechts, Licht, Wohnung links, Licht, Wohnung rechts. Und von wo aus ist jetzt rechts und links? Von da, wo du in die Wohnung reingehst. Ich würde sagen, wir machen einfach mal komplett alle Lichter aus in der Wohnung, oder? Also Lichter links und Lichter rechts. Jetzt wird es dunkel. Gehe ich auf Nummer sicher, nicht, dass ich echt einen Schlag kriege. So, jetzt hänge ich einmal die Lampe schon mal an die Fassung. Dann mache ich mir dann ein bisschen einfacher nachher von der Höhe, wie das Ganze hängen soll. Das Loch haben wir ganz gut vorgesägt. Da rutscht die Fassung nicht durch. Jetzt kommt die unangenehme Arbeit, immer dieses Kopf über da diese Lampe anhängen. Oh, ich hasse es. Aber nützt nichts. Und Sebastian, meinst du, das reicht von der Höhe oder noch höher? So ist gut. Kommen wir da durch? Nicht, dass jemand den Kopf stößt. Ich finde, die Lampe ist super cool geworden. Wenn sie dir auch gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Und dann schreib mal unten in die Kommentare, welche DIY-Videos du gerne mal hier auf dem Kanal sehen möchtest. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und bis nächste Woche.